Vielleicht wissen es .NET Open Source und wie man zu diesem Source Code kommt, wie man ansehen kann, wie was wo eigentlich implementiert ist, erfahrt ihr in diesem Video. Also, wir gehen auf die Webseite source.dot.net, Link in der Beschreibung, und auf dieser Webseite können wir jetzt den aktuellen .NET Source Code von .NET 5 entsprechend durchsuchen, ansehen. Und zwar, wie bestimmte Elemente implementiert sind. Hier heroben habe ich eine Suche und hier suche ich mal nach List. Und dann sehe ich hier in den verschiedenen Varianten im Presentation Framework, nein, das will ich nicht. Ich will in System Collections zum Beispiel gehen. Da gibt es jetzt diverse Varianten. Spitze Klammer auf noch. Hier sehe ich im System Private CoreLib gibt es die Klasse List. Und wenn ich mir diese Klasse List hier einfach mal draufklicke, dann finde ich auch diverse Informationen darüber, wie diese Liste eben implementiert ist. Ich sehe zum Beispiel, ja, Klasse List, und ich sehe die Default Capacity, die verwendet wird, wenn ich keine Capacity angebe im Konstruktor, also eine Standardgröße der Liste. Dann wird diese 4 verwendet. Das weiß ich sonst nicht. Also in diesem Fall muss ich im Source Code nachsehen, um zu sehen, wie denn das eigentlich funktioniert. Ja, alle möglichen Konstruktoren, wie diese implementiert sind. Ich sehe hier auch die XML-Comments, die entsprechend vorhanden sind, beziehungsweise die Kommentare. Ich sehe, wie der Index implementiert ist, und ich kann mir hier verschiedenste Varianten eben gut ansehen. Zum Beispiel kann ich hier auch sehen, hier gibt es irgendwo ein, suchen wir mal nach Binary Search. Binary Search, ja, die binäre Suche. Ja, Binary Search, dann kann ich hier draufklicken, dann komme ich zu den entsprechenden Methoden, und dann sehe ich hier, das wird delegiert an ein Array Binary Search. Klicke ich hier drauf, dann kann ich hier entsprechend navigieren und sehe, okay, Array Binary Search, was wird hier angegeben, wie ist denn das eigentlich implementiert? Ja, da gibt es einen Low Index, einen High Index, einen Median, den er sich hier holt, bezogen auf Low and High, dann und so weiter und so weiter. Ja, also wie man hier sieht, File Array CS, in diesem Projekt ist es entsprechend vorhanden. Kann ich auch klicken auf Web Access, dann komme ich zum GitHub Source Code. Ja, .NET ist Open Source, ist gehostet auf GitHub, die ganze Runtime ist hier entsprechend verfügbar, und hier kann ich den Source Code entsprechend einsehen. Mit Source.NET habe ich nicht nur den Vorteil, dass ich den Source Code einsehen kann, sondern dass ich eben interaktiv navigieren kann, wie wir gerade gesehen haben. So, hier die ganzen Klassen, die ganzen Namespaces. Wie ist denn das? Wie funktioniert denn das? Ja, wie funktioniert die Activator-Klasse zum Beispiel? Ja, Create Instance kann ich mir hier ganz genau ansehen. Ich kann hier, wie gesagt, nicht so gut navigieren. Demnach, wenn ich das will, gehe ich hier und sage Activator. Dann habe ich hier die Activator-Klasse. Und hier nehme ich die hier, und dann tue ich mir hier schon ein bisschen leichter, wie denn wo, welche Klassen, welche Implementierungen, welche Methoden vorhanden sind. Ja, viel Spaß beim Selbstsuchen und Selbstschauen, wie denn was implementiert ist. Zum Beispiel könnte man suchen, welcher Sortieralgorithmus im Array eigentlich vorhanden ist. Array.sort, die Sort-Methode im Array, welcher Sortieralgorithmus in .NET in Wahrheit wirklich implementiert ist. Ist es wie in Java der Quicksort oder ist es doch ein anderer? Spoiler, es ist ein anderer. Aber welcher und warum der besser ist, könnt ihr mal selbst nachschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.